freue mich sehr, heute Abend etwas erzählen zu können. Ich mache dies aus zwei Fachzusammenhängen, die vielleicht nicht so präsent sind wie in meinem Leben. Also hier nicht so präsent sind in meinem Leben. Ich bin Soziologe und in der Soziologie dann zum Anthropologen geworden, weil ich meinte, dass die Soziologie für verschiedene Bereiche keine ausreichenden Methoden oder auch Antworten liefern kann. Das ergibt auch einen kleinen Hinweis auf die Art und Weise, wie ich mit Technik operieren werde und auch vor allen Dingen, wie ich Digitalität oder Digitalisierung angehen werde. Denn der Grundgedanke, den ich heute mit verschiedenen Beispielen Ihnen erläutern möchte, ist der, dass die Digitalisierung der zweite massive menschheitsgeschichtliche Umschwung ist. Der erste ist der, nämlich den man durchaus Analogisierung nennen kann. Und dieser erste Umschwung der Analogisierung fand circa vor 12.000 Jahren statt, im Zusammenhang mit dem Sesshaftwerden von Menschen, wo die Menschen lernen mussten, Zeit zu konzipieren, Volumen zu denken, also Zisternen zu bilden, Töpfe zu entwickeln, Keramik wird dann erst erfunden. Sie mussten lernen, Mengen zu definieren, sie mussten lernen, diese Mengen zu rechnen, diese Mengen auf anwesende Population, also auf anwesende Bevölkerung und so weiter zu beziehen. Das heißt, der erste große massive Umschwung beginnt mit der Entwicklung der Zahlensysteme und der diskreten Zeichensysteme, die dann zum Teil zur Sprache, zur Schriftsprache oder gesprochenen Sprache wurden. Wir haben uns daran gewöhnt, das heißt, die vorherigen Generationen vor uns haben sich daran gewöhnt, das als, ja, for granted, nennt man es, also so einfach so, ne, ist ein Geschenk, das ist so, das zu nutzen, inklusive sehr brutaler Geschichten, die auch mit diesen Systemen verbunden sind. Denn also das Analoge oder die sozialen Systeme und die menschlichen Vereinigungen, die menschlichen Beziehungssysteme, die auf der Grundlage des Analogen entwickelt wurden, waren keineswegs friedlich. Also man sollte nicht sagen, die Digitalisierung ist ein ganz gewaltiger Umbruch und vorher war alles schön. Vergessen Sie es. Vorher war eigentlich nichts schön oder wenig schön. Bürgerkriege, Religionskriege, Kriege um Territorialität, Kriege um Zisternen, um Lagerstätten und so weiter. Das gehört alles zu dieser Art der Sozialorganisation auf der Basis soziotechnischer Systeme und da gehört eben zunächst mal das Analoge zu. Das Analoge als eine Dimension soziotechnischer Systeme. Grundlage sicherlich für die Mechanikentwicklung, aber zunächst mal wollte ich das sagen, dass das, was wir im Moment erleben, in der Tat eine Digitalisierungsrevolution ist. Aber die Revolution besteht nicht darin, dass erstmal in der Menschheitsgeschichte so etwas wie diskrete Ordnungen erfunden werden, sondern die Grenzen zwischen dem Analogen und dem Digitalen werden verwischt. Was daraus wird, weiß ich nicht. Das ist vielleicht ist das der Vorhof zur Hölle, keine Ahnung, oder der Vorhof zur neuer Freude oder neuen Humanisierungsentwicklungen, diese Verwischung der Grenzen. Aber das, was passiert, ist in der Tat die Verwischung der Grenzen und die möglicherweise die Fusion oder die Neuentwicklung von Abstraktionsleistungen in Verbindung mit technologischen Systemen, die als soziale Systeme funktionieren. Das heißt, das, was mit der Digitalisierung geschieht, und Sie hatten das schon in der Anmoderation schon angesprochen, ist die, also nicht nur die Verwischung von Digitalisierung und Analogisierung, sondern das, was geschieht, ist, dass technische Systeme als soziale Systeme entwickelt werden. Das, was wir als Big Data im Moment diskutieren oder was wir diskutieren auf der Ebene von Social Systems oder Online Social Systems und so weiter, das ist so mal die Ankündigung einer Situation, die wir möglicherweise noch gar nicht begriffen haben, wofür wir definitiv keine Beobachtungskategorien wissenschaftlich haben, nämlich dass technologische Systeme als soziale Systeme entwickelt werden und dass nicht mehr gesagt werden kann, das ist ein Wechselverhältnis von sozialen Systemen und technologischen Systemen oder technischen Systemen, sondern die technischen Systeme existieren als soziale Systeme. Basta. Gut, jetzt kommt das Nachwort zum Basta. Und das versuche ich ein bisschen zu erläutern, wo das kommt. Das ist mein Einstieg. Mein Einstieg, der Ihnen vielleicht so ein bisschen zuerst mal den Horizont klar macht, in dem ich mich bewegen möchte. Ich hatte mir einen Text vorbereitet, den lasse ich zur Seite. Ab und zu gucke ich, ich sage nicht warum, ne? Ab und zu gucke ich mal auf den Text. Aber ich werde hauptsächlich entlang von manchen Bildern, das sind 70 oder 75 Bilder, argumentieren. Die werde ich nicht alle im Detail durchgehen können, aber ein klein wenig wird es schon deutlich werden, wohin der Zug, mein Gedankenzug geht. Das heißt, in dem Moment, wo ich von dieser ersten Revolution, also der Analog-
oder Analogisierungsrevolution und von der Digitalisierung spreche, also der Verwischung der Grenzen, haben wir genau das. Wir haben den Ausgangspunkt, gut, jetzt gehe ich mit den Höhlenzeichnungen, gehe ich noch ein bisschen weiter zurück, also nicht nur auf die Sesshaftigkeit, sondern ich nehme auch noch die Zeichenfähigkeit des Menschen mit ins Spiel. Und da sind wir bei 40.000 Jahren vor heute. Aber das, was ich mit diesem Ausgangsargument meine, ist, wir haben die Situation der Höhlenzeichnerei, ich sage bewusst nicht Malerei, weil man das wieder zu kunsttheoretisch schon präfiguriert, und wir haben Kollege Aibo, ne? Oder wir haben Kollegen humanoide Roboter, die irgendwann mal als Servicepersonal am Krankenbett stehen, weil die indonesischen Krankenschwestern ausgegangen sind. Oder die polnischen. Also, ne, das, ich meine, das ist ja letztens eine Funktionsbeschreibung. Das ist die Situation. Das ist mein Ausgangspunkt. Ne? Ich gehe locker und großzügig 40.000 Jahre durch die Menschheitsgeschichte. Ist ein bisschen Kess, aber da ich wenig Zeit habe und ne, ich ja jetzt nicht drei Semester zur Vorlesung habe, mache ich das halt mal so. Also ein Kesses Bild als Einstieg. Mit dem Argument der analogen oder Analogisierungsrevolution oder Digitalisierungsrevolution ist auch das Argument verbunden, dass heute ganz gerne, also in Form von Softwarepaketen angeboten wird, Second Life, aber das zweite Leben der Menschheit, also das Abstrakte, das Modellbildende, das Entwerfende, das kreative Leben, das bezeichne ich als das zweite Leben der Menschheit, beginnt halt schon vor 40.000 Jahren, wenn nicht schon früher, also wenn man die Faustkeile nimmt oder die Speere, dann hat man sogar noch vor Homo sapiens, Hominiden zu berücksichtigen, denn die Speere, der in Süddeutschland gefunden wurde, ist 400.000 Jahre alt und die genetische Disposition des Homo sapiens, sapiens ist gerade 200.000 Jahre alt. Also müssen wir schon ziemlich weit zurückgehen, also in der Kreativitäts- und Intelligenzentwicklungsdiskussion. Aber zunächst mal, das geht, das zweite Leben ist nicht irgendeine Softwareerfindung von vor kurzem, da geht eigentlich keiner mehr hin, das ist letztendlich ein ökonomisch gescheitertes Modell. Second Life, kann man ja so sagen, das ist mit großem Aplomb vor 10 Jahren auf den Markt gepresst worden und viele Unternehmen sind reingegangen, aber es interessiert eigentlich heute niemanden mehr, es ist vielleicht nur noch so eine fossile Erinnerung, also so eine digital fossile Erinnerung, also vor 10 Jahren und so, bei fossil sagt man eigentlich bei 10.000 Jahren fängt das Fossile an, im Digitalen offensichtlich bei 10 Jahren. Okay. Das, was zusätzlich damit verbunden ist, mit dieser Digitalisierungs-Epoche, ich nehme mal den Terminus von Ihnen auf, also the age of, oder digital age, oder digital epoch, oder wie auch immer, was damit geschieht, ist ein grundsätzlicher Perspektivenwechsel und der ist wirklich interessant. Es geht, und deswegen sage ich auch in Vorlesungen immer wieder, es geht überhaupt gar nicht mehr um Transformation. Manche sagen, gut, das ist ein Transformation, was auch immer, wohin? Es geht nicht mehr um Formen, sondern es geht um Prozesse, es geht um Miniaturen, es geht um Nanodimensionen, es geht um Femtodimensionen, die mit Formen nichts mehr zu tun haben, sondern definitiv nicht lineare, komplexe, massiv parallel verarbeitende Systeme sind. Jetzt mache ich es mal ein bisschen wissenschaftlicher. Ne? Und diese Systeme sind dynamische Systeme, die nicht mehr mit Form zu tun haben. Aber dennoch müssen wir sie benutzen. Also geht es uns um eine operative Ebene. Und die Veränderungen der operativen Ebenen sind hochinteressant. Die Analogsysteme, ne, die wir kennen, die wir fast ja, in allen Menschengruppen finden, sind zunächst mal religiöse, mythische, magische Analogsysteme, mit denen versucht wird, die Welt zu erklären. Und diese Welt wird erklärt in der Suche nach im Außen, in der Ferne, möglicherweise auch in der politischen Projektion der Utopie. Man könnte sagen, das sind dann also jetzt nicht nur die Mönche und die Religionsvertreter, sondern das kann auch irgendwie ein massiv revolutionärer Mensch von 1838 sein, der die Utopie außerhalb der Welt sucht. Diese Perspektive, rauszugehen, zu suchen, ist eine Perspektive, die sicherlich mit dem Analogsystem verbunden ist. Warum? Das wäre eine hochinteressante Diskussion. Warum also Menschen über lange Zeit also entweder in Mehrfachgöttersystemen gedacht haben oder dann in monotheistischen Systemen, aber immer dann doch etwas außerhalb der Welt suchten, um das Elend der Welt zu verstehen oder zu rechtfertigen oder zu erdulden oder zu erhalten oder Hoffnung zu suchen und so weiter.
Das ist jetzt mit Moderne, das, auch das kann ich jetzt nur schnell machen, das ist mit der Moderne, mit der europäischen Moderne weitgehend zurückgedrängt. Also die kartesianischen, die reformatorischen Prozesse und so weiter haben eine, interessanterweise eine Innenperspektive vorbereitet. Man könnte schon fast sagen, ohne Reformation gäbe es also auch die Maus nicht. Aber das ist vielleicht ein bisschen freche Formulierung, aber es hat damit schon damit zu tun, dass der Perspektivenwechsel sehr früh eingeleitet wird. Ich komme nachher mit ein paar Beispielen noch hinterher. Das, was massiv passiert, ist eben von außen, also Form, Phänomen, Funktion, Nachwelt und Kausalität, Generierung, Konstruktion, synthetische Biologie. Und seitdem man das Abkürzel NSA oder GHCQ, so das ist der englische Geheimdienst, ne? Also dass das einigermaßen geläufig ist, weiß man auch, es geht also um Big Data, und Big Data heißt korrelative Logiken, obwohl als ausgebildeter Soziologe ich auch schon in der Soziologie, bevor es die Digitalität gab, aber noch die Schreibmaschinen mit Korrelationen zu tun bekam. Also ist nicht ganz neu. Aber das Interessante ist dieser Wechsel von außen nach innen. Das ist ein wichtiger Punkt also für weitere Schritte. Ich habe jetzt vier kleine Abschnitte produziert, um Ihnen einzelne Schrittfolgen mal zu verdeutlichen, wie dieser Perspektivenwechsel vorbereitet wird. Dieser Perspektivenwechsel von außen nach innen, der nicht erst mit Norbert Wiener oder mit John von Neumann und so weiter auf die Tagesordnung gesetzt wurde, sondern dieser Perspektivenwechsel beginnt letzten Endes mit der Renaissance, mit dem Renaissance-Humanismus, sehr kurz gefasst, man gibt es sicherlich auch Vorläufer, da habe ich aber gar keine Zeit zu. Aber das ist vielleicht erstmal signifikant oder zum Sinn nicht erstmal erfahrbar, was das heißt. Perspektivenwechsel, es geht nicht mehr nach außen, sondern das, was mit der Kamera Obscura passiert, ist ein völliger kognitiver Umbau oder mentaler Umbau der Beobachtungsleistung von außen nach innen. Das heißt, das Außenbild kommt nach innen. Das ist das Grundprinzip der Kamera Obscura. Und ich gehe in Frankfurt gerne dann mit meinen Studierenden abends zu meinem Filmmuseum, da haben sie nämlich noch so eine Kamera Obscura aufgebaut, nachgebaut. Da guckt man dann auf den Main, auf einmal fahren die Schiffe an der Decke entlang, ne? Verkehrt rum. Dann merken sie, ach, okay, hat ja doch was mit Physik zu tun. Wie überraschend. Okay. Also erster, wirklich sehr interessanter und sehr, sehr wichtiger Schritt, Perspektivenwechsel. Ich mache es ein bisschen schneller. Das zweite, was mit dem Perspektivenwechsel oder mit dem Eindringen des Außen verbunden ist, ist das, was mit der Renaissance als Rasterung auftaucht. Rahmung und Rasterung. Ne? Die Renaissance-Kunst ist eine Kunst, die Perspektiven und die Dimensionen ins Spiel bringt. Die Proportionen. Vorher interessierte das überhaupt niemanden, Proportionen. Da war der Papst genauso groß wie das Gebäude. Gut, da hat der Papst sich dann darüber geärgert. Dann wurden die Gebäude weggemalt, damit der Papst allein groß bleibt. Ne? Hat aber nicht damit zu tun, dass es also freche Architekturspezialisten waren, sondern es hat damit zu tun, dass die Proportionalität und das perspektivische Denken über längere Zeit nicht existierte. Der Renaissance-Humanismus oder die Kunstentwicklung der Renaissance bringt das ins Spiel. Bringt die Proportionen und die Dimensionen ins Spiel. Und zwar durch Rasterung. Man könnte diesen Raster, man könnte die Rasterung, gehen wir mal zurück, als den Beginn der Matrix verstehen. Ich habe nämlich hier ein Raster und interessanterweise hier die Malfläche ist auch ein Raster. Das heißt, es stehen zwei rechtwinklig zueinander gestellte Raster zur Verfügung und diese beiden rechtwinklig zueinander gestellten Raster ermöglichen es dem Maler oder der Malerin, die Welt abzubilden, aber gerastert, proportional und so weiter abzubilden. Das, was wir heute kennen, bis in den Film hinein, ist, dass diese Rasterung dimensioniert wird, zwar und als Raum. Da muss man dazu sagen, dass der euklidische Raum mathematisch erst im 17. Jahrhundert auf die Tagesordnung kommt. Das heißt, ein bisschen später, als die Renaissance existierte. Das heißt also, der Raum, der Rasterraum, der war dann noch gar nicht da. Der kommt dann im 17. Jahrhundert, und Gauss hat erst im 19. Jahrhundert die entsprechende Mathematik dafür geliefert, also dauert noch mal ein bisschen länger. Und heute haben wir halt Matrix-Konzepte. Sie sehen, sie sind Vorläufer, analoge Vorläufer. Ich mache es mal ein bisschen schneller. Okay, der Kerl, Bracelli, den fand ich schnucklig, den finde ich immer wieder toll. Der kommt auch aus dieser Zeit, der frühen Neuzeit, 16. Jahrhundert, 14., 15., 16. Jahrhundert, wo interessanterweise die,
auch eine Vorbereitung für heute wieder Renaissance, das insofern war schon ganz interessant, eine Vorbereitung für heute formuliert wird, nämlich man kam wieder auf die Idee, nach 800, 900 Jahren oder nach 1400 Jahren, je nachdem, wie man welches Beispiel man jetzt nimmt, den Menschen als mechanisch zu verstehen. Descartes ist ein Spezialist für Mechanik. Ne? Die Descartesche Leiche im Keller ist eine mechanische Leiche. Ne? Vielleicht nett und schön und folgerreich, aber trotzdem ist es eine mechanische Leiche. Und Bracelli hat verschiedene Beispiele durchgemalt, durchgezeichnet. Und ich finde es immer wieder sehr schön, den Leuten zu zeigen, okay, ihr könnt euch heute darüber aufregen, dass wir über Mechaniken reden, aber Mechaniken oder das mechanische Weltbild oder das mechanische Menschenbild ist gar nicht Produkt des 20. Jahrhunderts, sondern entweder geht es schon zurück auf die Griechen, oder dann kommt also eine schwierige Zeit für die europäische Entwicklung, in der also Menschenbilder fast gar nicht existierten. Ne? Und dann tauchen aber in der Renaissance wieder Bilder auf wie sowas, ne? Das anderes Bild von Bracelli. Ja? Okay. Da ist er nochmal, der Kollege Descartes, ne? In seiner Vorstellung der Wahrnehmung. Gut, das hat die Augen gedreht, das finde ich auch interessant. Aber das hat auch was wieder mit Perspektiven und Zeichnungsfähigkeit und so weiter und Erklärungspotenzial zu tun. Wichtig ist aber, alles das, was wir heute als Digitalisierungsprozess beschreiben, bezieht sich auf diese Mechaniken, bezieht sich auf diese Standardisierung, bezieht sich auf die linearen Systeme, auf die Abstraktionsmodelle, die in der Moderne, und zwar vordigital, entwickelt wurden. Denn das muss man sich mal klar machen. Digitalisierung heißt, es wird auf dem sehr entwickelten Entwicklungsstand von menschlicher Intelligenz wird digitalisiert. Es wird ja nicht in dunklen Nebel hinein digitalisiert. Ja, das ist die Geschichte des Lochs. Ne? Die Geschichte des Lochs, ist, man könnte schon fast sagen, auch die Geschichte der Null, obwohl die Null also noch viel prekärer in der ganzen Geschichte ist. Auf die Idee zu kommen, sich von der Form zu distanzieren, das ist ja der interessante Vorgang, sich von der Form zu distanzieren, von der Geschlossenheit der Form zu distanzieren und zu sagen, es gibt was in der Form, was ich ja verwenden kann zur Steuerung von Prozessen, nämlich ich kann ein Loch in irgendeine Folie machen, in irgendeinen Zusammenhang machen. Das ist ich finde es eine fantastische Geschichte, die der Jacquard da der Welt schenkte. Als Steuerung zunächst mal für die Webstühle, für Musikinstrumente und so weiter. Und die Löcher, da könnte ich mal fast sagen, die Löcher sind die Ankündigung, der Urknall, die frühe Seismografie eines Denkens, das sich auf Zahlen bezieht. Hier erstmal nur auf Löcher. Ne? Und da sagen wir, ja, Löcher. Ne? Was erzählt der Fasser, erzählt was über Löcher? Ne? Mit Löcher stopft man, ne? Löcher macht man Korken drauf, wenn der Wein vielleicht schal wird und so weiter. Nee, die Löcher sind hier als Systemanteil eingesetzt, um Maschinen zu steuern, damals hochkomplexe Maschinen zu steuern. Also das Nichts, die Null, das Loch, begann zu steuern. Das war über 1400 Jahre, war das nicht möglich zu diskutieren. Inklusive der Null und der Schwierigkeit, die Null in das natürliche Zahlensystem zu integrieren, was auch erst wiederum im 19. Jahrhundert passiert. Also das ist alles um die Ecke letzten Endes. Da wird es dann ein bisschen, kommt schon näher. Kennen Sie wahrscheinlich alle noch. Hollerith, Adrema und all dieses ganze Zeugs, ne? Also die ganzen Details, die, wie ich dann manchmal auch etwas spitz sage, die Ergänzungstechnik zum ersten Biocomputer der Menschheit waren. Der erste Biocomputer der Menschheit sind die Angestellten. Denn das, was die Angestellten machen, ist diskretes, spezialisiertes, zerhacktes, zerteiltes Wissen in jeweiligen Abteilungen, das heißt Schaltungseinheiten, Büros nannten wir die dann und so weiter, nennen wir bis heute, zu verwalten. Und dann gibt es also die entsprechenden Zugriffshierarchien, die Transporthierarchien, die Verweishierarchien und so weiter. Und das ist das, was Ende des 19. Jahrhunderts mit den Angestellten passierte. Die sind ja aus dem Industrieproletariat oder aus dem Gehilfensystem heraus erfunden worden. Existierten vorher nicht.
Die Menschheit kam vorher 200.000 Jahre, oder wenn man noch weiter zurückgeht, kam mehrere hunderttausend Jahre ohne Angestellten aus. Ne? Mit der Veränderung des Fabriksystems, also die fortschreitende Spezialisierung und auch die Neuorganisation von Herrschaft innerhalb der Fabrik und Integration von technischen Hochschulen und wissenschaftlichen Prozessen in den Produktionsprozess, in den industriellen Produktionsprozess, musste eine neue Gruppe von Menschheit erfunden werden, und das waren die Angestellten. Die sind ja nicht einfach gezeugt worden, die sind sozial konstruiert worden. Heute geht das so langsam zu Ende. Mal gucken, was wir mit der Kategorie Angestellte in 2030 machen. Vielleicht gibt es dann gar keine Angestellten mehr, die müssen wir dann anders nennen. User, Digital User Class oder irgend sowas. Keine Ahnung, DAC, Digital User Class, das passt. Schönes Akronym. Okay, naja, das muss man zur Seite. Das heißt also, die Lochkarten, das Loch bekommt eine enorme Bedeutung, und zwar als nicht existent, aber das Entscheidende ist, dass die Nicht-Existenz die Existenz ist. Ne? Wenn es kein Loch ist, ist da nichts. Nur wenn ein Loch ist, ist da was. Ne? Das ist auch die Ankündigung. Insofern ist die mathematische Systematik oder das Denken, ne, in Richtung mathematischen Kategorien ist für diese Zeit hochinteressant als Vorbereitung auch für das, was dann später dann in den Macy-Konferenzen und so weiter über Digitalisierung nachgedacht wurde. Das muss ich jetzt nicht alles nochmal, das sind die entsprechenden Geräte dazu, und ich denke, dass hier in dem Haus oder in der Universität mehr Kompetenz in diesen Bereichen vorhanden ist als in meinem kleinen Köpfchen. Also, da gehe ich aber dann trotzdem nochmal zurück. Also, weil die Lochsituation und die Schaltungssituation Parallelgeschichten hat. Und diese Parallelgeschichten, die fangen sicherlich nicht erst mit Leibniz an, aber sie haben was mit Leibniz zu tun. Nämlich die Entwicklung von Maschinen, die in der Lage sind zu rechnen. Das sind so, man kann ja sagen, das ist der Abakus, ja, jein, das ist sicherlich eine Frühform, darüber nachzudenken, also wie Menschen Rechenprozesse standardisierten. Aber ich kann heute Abend nicht alles leisten, also versuche ich es halt mit ein bisschen Reduktion und fangen mal, was die Kalkulation angeht, mit Kollegen Leibniz an. Das, was er machte, ist die Zahl oder die Zahlen oder die Zahlenfolgen oder die Zahlengruppierungen mit Mechanik zu verbinden. Das ist hochinteressant. Das ist, wie gesagt, eben nichts, das die Digitalisierung produziert, sondern der Zusammenhang von Zahlen und Mechanik. Das ist der, man könnte schon fast sagen, der Beleidigungsakt von Leibniz gegenüber der Philosophie, weil die Philosophie reklamierte, dass die Mathematik zu ihr gehörte. Und das, was Leibniz einführt, ist der Gedanke, Jungs, Mädels, es waren meistens Jungs, ne, ihr mathematischen Jungs und so weiter, ne, oder ihr philosophischen Jungs, ihr versteht nicht, dass die Zahl zu etwas anderem verwandt werden kann als zur Hermeneutik oder zu Deutungsspielchen und so weiter. Sondern sie kann verwendet werden, um tatsächlich zu rechnen. Also er nahm das Rechnen als eine Dimension der Zahligkeit und so weiter ernst. Diese Mechanik, dieses Mechanikbild ist nicht nur ein Mechanikbild, das dann auf die Zahl sich bezog, auf die Rechenleistungen, sondern dieses Mechanikbild war ein Bild, das, Sie können das bei Vaucanson dann sehen, war ein Bild, das für die Neuerfindung des Menschen als Maschine herhalten konnte. Es war noch nicht diese Idee, die Kalkulation mit der Maschine zu verbinden. Aber das eine war die Kalkulation und das andere war die Maschine oder die automatische Ente und so weiter zu produzieren, die, und das finde ich bei der Zeichnung immer ganz witzig, sogar auch ausschied. Also sozusagen ein Lebenssystem, ein mechanisches Lebenssystem oder ein lebendes mechanisches System und so weiter, das aber als Verdauungsmechanik gedacht wurde. Interessanterweise, wenn man das jetzt über die Jahrhunderte rechnet und sich anguckt, was die synthetische Biologie als Problem hatte vor 3 Jahren oder 2 Jahren oder vor 3 Jahren war, also Craig Venter, die Produktion von Cynthia, also ein künstliches Bakterium zu produzieren, das in der Lage ist, eine Membran zu produzieren. Da findet man interessanterweise ähnliche Zeichnungen. Da sind wir so, irgendwas ist der Pfeil, für irgendwas steht der Pfeil. Der Pfeil steht für
Produktion, dass das System in der Lage ist, sich selbst zu entsorgen oder sich selbst Grenzen zu setzen. Also Membranen, Schutzprozesse und so weiter. Das heißt, wir haben Mechanik und wir haben diese Prozesse der Automatisierung. Ich mache das jetzt ein bisschen schneller, sonst häng ich morgen noch da mit den Bildchen, will auf den nächsten Teil kommen. Das kennen Sie, können Sie, ja, Röntgenstrahlen und so weiter. Ich wollte eigentlich, da will ich jetzt hin. So. Ich gucke gerade nämlich auf die Uhr geguckt und wo schon gesagt, Fassler, guck auf die Uhr. Habe ich gemacht. Gehen wir ins 20. Jahrhundert. Das Interessante oder mehreres Interessantes passiert im 20. Jahrhundert. Diese Voraussetzungen, die ich jetzt eben schnell durchgegangen bin und die ich leicht angedeutet habe, diese Voraussetzungen werden genommen, um etwas Neues zu produzieren, nämlich neue Raumkonzepte. Konzepte, die mathematisiert wurden im 19. Jahrhundert, aber jetzt in Konzepte übersetzt werden, die als Schaltungsräume funktionierten. Also der sogenannte Zahlenraum, der mathematische Raum, wird übersetzt in einen Maschinenraum oder in einen rechnenden Raum. Das ist das, was dann Zuse macht oder sehr früh formuliert und das dann in unsere Prozesse, in unsere Vorstellung von Digitalisierung hineinarbeitet, nämlich Raum. Als ich das erste Mal oder vor einiger Zeit, das ist schon viele Jahrzehnte her, muss ich leider zugeben, mit Computertechnologie zu tun bekam, erstmal mit Rechnern, mit Analogrechnern, mit Lochkarten, mit Nähnadeln, Mama, hast du noch ein paar Nähnadeln? Wir haben kein Geld, ne? Wir müssen also unsere Lochkarten sortieren. Okay, gut, okay. Ja, und dann bin ich in die USA gekommen und bin dann völlig auf den Boden gefallen, weil die gar keine Lochkarten mehr hatten. Oder sie hatten noch Lochkarten, aber damit wurden Pizzen bestellt. Das war dann digitalisiert, das war so mein Kulturschock. Aber egal, das, was wir damals lernten oder das, was dann also in Anschluss an diese Prozesse also für uns wichtig war, war, dass wir lernten, Zahlen, Rechenprozesse als räumliche Dimensionen zu verstehen. Man könnte schon fast sagen, das ist der erste enorme Schritt in Richtung der Sozialisierung der binären oder digitalen Technologien. Raum. Die ganze Diskussion um Cyberspace, die ganze Diskussion um Virtual Communities in Cyberspace sind Diskussionen, die sich erstmal gar nicht mit Interaktionen befassten. Das kommt mit Facebook und so weiter ganz massiv. Und das war zunächst mal Raum. Das heißt also, aus der Mechanik wird auf einmal so die Idee entwickelt, das könnte was mit uns zu tun haben. Das ist etwas anderes als ein bloßes Tool, sondern das ist ein Gerät, das ausstrahlt, das uns bindet, das uns koppelt. Daher kommen dann diese ganzen Kopplungsargumente und wir sind Teil dieses rechnenden Raumes. Das ist jetzt also noch ein bisschen Mechanik. Raum. Das ist ein Klassiker, ne? als Bild. Ne? Das ist dann ENIAC und Raum. Und der Raum ist ein Röhrenraum, der Raum ist ein Schaltungsraum und so weiter. Und die Leute bewegen sich innerhalb dieses Raumes. Erinnern Sie sich noch an die Kamera Obscura? Das ist die Kamera Obscura. Ein paar Jahre später. Ist ein bisschen anders dressiert, ein bisschen anders moderiert. Die Architektur ist etwas anders. Aber das Einbrechen der Außenperspektive als Miniatur, als Physik, als Kalkül, als möglicherweise auch Rasterung und so weiter, das ist... Dann sicherlich ist es in einem sehr lockeren Analogschritt, manchmal darf man wissenschaftlich auch analogisieren, ne? Das ist eine Methodendiskussion. Ne? Das ist aber in einer lockeren Analogisierung dann die Entwicklung, mit der wir zu tun haben. Auf dieser Ebene. Was ist das? Oh, das ist blockiert. Warum auch immer. Lassen wir das mal raus. Okay, dann tauchen solche Prozesse auf. Dann sind schon die Räume werden kleiner. Die Maschinenräume werden kleiner. Durch die entsprechenden Transistorenentwicklung, also von Röhren zu Transistoren und so weiter. Die Materialien ändern sich, auch das muss ich jetzt nicht alles durchgehen. Aber dann kommt Kollege Computer als Man of the Year. Der Mensch sitzt zwar auch da, aber der von Times gefeiert wird, ist der hier. The Computer Moves In. Von wegen Veränderung der Sozialstrukturen. Filme, Maximum Headroom, dann also im cineastischen Bereich tauchen verschiedene interessante Beispiele auf. Das kennen Sie auch, Matrix. Und die cineastische Inszenierung von Differenzlosigkeit. Das, was ich am Anfang gesagt habe, die Übergänge
Also die Digitalisierungsrevolution ist keine Revolution, die mit dem Analogen bricht, sondern die klassischen Unterschiedsordnungen, die klassischen Unterschiedsökonomien aufhebt. Und Matrix, also in dem Film, meiner Meinung nach, sicherlich mit sehr, sehr viel religiösem Unterton, ist ja auch nicht uninteressant, wie sie es dann machen. Matrix ist dann der Versuch, aufzuzeigen, wie gleitend das Digitale geworden ist. Ne? Man sagt bei den Analogen, ja, das ist so ein fließender Übergang, ne, und so weiter. Und dann auf einmal wird ein hochtechnologisierter Bereich inszeniert, der genau diese fließenden Übergänge hat, und zwar als Zustandsveränderung, also nicht nur als Körperveränderung, sondern als grundsätzliche Erzählung. Also dieses Narrativ verändert sich und die Zustände verändern sich. Okay. Das sind alles Beispiele aus diesem Bereich, die will ich jetzt auch gar nicht weiter, aber das, ne, ich gucke noch mal auf die Uhr, damit wir noch ein bisschen diskutieren und streiten können vielleicht auch. Fusionierung von analog und digital, ne, a revolution on the way. Das. Jetzt kann man fragen, was hat das mit Computertechnologie, was hat das mit Digitalisierung zu tun? Die Forschungen hierzu und die Entwürfe für neue Bakterien, für neue Materialien und so weiter. Diese Forschungen sind computergeneriert. Die Ergebnisse, die dann nachher im realen Labor getestet werden, sind Ergebnisse, die computergeneriert sind. Das heißt, wir sind in der Situation, wo wir nicht mehr nur kalkulieren, wo wir nicht nur irgendwelche Mechaniken berechnen und auch nicht nur über Netze und Computer-Mensch-Kopplungen, Computer-Mensch-Interaktionen und so weiter reden, die sozusagen so etwas wie Räume erzeugen, sondern das, worum es geht, ist, dass mittels dieser Technologie Leben erzeugt wird. Das heißt, die computersimulierbaren Dimensionen der Lebenserzeugung sind auf dem Markt. Wir haben sie. Wir haben nicht nur computergesteuerte Produktion von künstlicher Haut oder computergesteuerte Produktion von künstlicher Retina und all das Ganze, haben wir nicht nur das, sondern wir haben solche Situationen, die tief in die Biologie hineingehen, also bis auf die 2-μ-Ebene, oder so etwas bauen wie, Blue Brain. Blue Brain ist bekannt, oder muss ich erläutern? Nee, also in Lausanne gibt es einen Forschungsstandort, oder Lausanne ist ein Forschungsstandort, an dem versucht wird, auf der digitalen Ebene, also auf der Rechnerebene, ein komplett, was immer das auch heißt, komplett funktionierendes menschliches Gehirn zu erzeugen. Das heißt, durch Physik so etwas wie synaptische Säulen, Massenserien von synaptischen Säulen zu erzeugen, die dann wieder computertechnologisch verbunden sind und dann so etwas erzeugen wie ein Gehirn, Supergehirn, wie auch immer. Die EU war letztes Jahr so großzügig und hat für dieses Projekt bis 2020 2,2 Milliarden Euro noch zur Verfügung gestellt. Das heißt, Europa steht in Konkurrenz mit den USA. USA hat ein ähnliches Projekt, die investieren da 3,6 Milliarden. Aha, locker, noch ein paar Milliarden drauf. Der Wettbewerb ist nicht der Wettbewerb um den Blue Chip oder irgendwas, ne, dass irgendwelche tollen IBM-Computer daraus werden, sondern der Wettbewerb ist tatsächlich der um ein Gehirn, um ein digitales Gehirn, das in der Lage ist, alle Prozessoren zu integrieren, alle Rechenleistungen, die überhaupt jemals gedacht wurden, zu integrieren und auch neue zu entwickeln. Menge Zeug. Dann gibt es dann so die netten Geschichten, ne, dass es dann so die Caves gibt, mit denen dann diese Rechner spielen und arbeiten. Und auch das, ne, von wegen, wie weit ist das inzwischen? Ne? Und das ist schon nicht mehr nur Kamera obscura. Das ist obskur vielleicht, aber es ist also in einem metaphorischen Sinne. Aber es ist nicht mehr Kamera obscura. Das sind solche hochinteressanten Projekte über nicht-invasive Computertechnologie, die auf der Ebene von elektrochemischen Prozessen, die abgelesen werden, so etwas entsteht, entwickeln wie Software, die in der Lage ist, also die Elektroströme zu übersetzen, also die Impulsraten und so weiter, die Frequenzen zu übersetzen in Buchstaben. Und dann fragt dann die Frau,
oder vielleicht der Mann, ich weiß gar nicht, wer das jetzt ist, ne? Man weiß es nicht so genau, ne? Also der eine fragt den anderen, die andere fragt den einen und so weiter, gar nichts, sondern guckt ihn nur an und der Computer zeigt dann auf dem Display auf, ne? Hallo, wie geht's? Also hallo steht ja nicht, also wie geht es dir? Das ist noch ein bisschen anders, das sind dann die invasiven Technologien, die wir haben, die auch eingesetzt werden. Und das ist so ein Spielchen, das die US-amerikanischen Einwanderungsbehörden versuchten zu spielen, ist aber dann dummerweise gescheitert, weil die entsprechende Software nicht das liefert, was sie erhofften, nämlich bei der Einwanderung also irgendwelchen verdächtigen Personen einen Mindreader aufzusetzen, da Bilder zu zeigen, sagt, du bist Terrorist, du kommst nicht rein. Ne? Weil dein Gehirn so und so assoziiert hat und so weiter, du kommst nicht. Keine Chance, und so weiter. Egal, weil, ne? Dann steht dann, was weiß ich, dann wird dann irgendwie ein Mann mit Bart gezeigt, ne? Und jemand freut sich darüber und dann sagt, okay, Mann mit Bart und der Gast, der hier kommt, der freut sich darüber, muss Muslime sein, ist Terrorist, darf nicht rein. Ne? So. Aber das sind ja bei den semantischen Netzwerken ziemlich komische Reaktionen. Aber das kennt man auch von Fernsehprogrammen, Watchdog-Programmen, die digitalisiert werden, wo dann irgendwie steht, Terror, ne? Da wird das Programm abgeschaltet, ne? Und dann hatten sie in den USA das Problem, dass die USA-Politik, die offizielle Politik, ist ja War on Terror. Ne? Also ne, dann haben sie dann letztendlich ihre eigenen Programme abgeschaltet. Fand ich dann süß, also wenn man solche Erzählungen dann so mitkriegt. Das sind dann computerisierte Darstellungen des Menschen, Schnitte, die wir alle kennen, die auch medizinisch interessant sind. Das ist schon länger auf dem Markt, von wegen, wie die Digitalisierung fortschreitet oder was im Rahmen der Digitalisierung alles durchexperimentiert wird. Das ist ein Verwachsende von Siliziumfäden mit einer Hirnzelle einer Maus. Das heißt, die materiale Grenze, von wegen, das ist dann eine Dimension der Digitalisierung und auch der Miniaturisierung in diesen Prozessen. Das Verwaschen der Grenzen von Digitalisierung und Analogisierung hat unter anderem auch die Folge, dass die Grenzen zwischen Leben und Nichtleben, man könnte schon fast sagen, auch verwaschen. Ob wir das wollen oder nicht wollen, können wir mal schön diskutieren. Wir haben noch mehrere Veranstaltungen. Ich denke, dass das nach wie vor ein heißes Thema, also nicht nur für die Ethikkommission des Deutschen Bundestages. Okay, jetzt. Okay, das ist ein Avatar aus Second Life, den brauchen wir jetzt nicht mehr. Das sind dann so die Figuren, die innerhalb des Netzes auftauchen, Anime in Sternenkratzer. The world's first true virtual idol, Kyoko Date, has returned to showbiz after six-year break und so weiter. Ne? Das sind dann so die Wiederauflagen von bestimmten Virtualisierungsfiguren innerhalb des Netzes. Das kennen wir auch, das müssen wir jetzt, will ich nicht alles weiter diskutieren. Ich glaube, ich habe noch 5 Minuten, oder? 10. Okay, gut, danke. Das gehört auch dazu. Also ich erzähle mal eine kleine Story dazu. Ich arbeite seit einiger Zeit an der Universität Frankfurt, also Goethe-Universität. Und wir haben dort einen sehr interessanten, auch sehr produktiven Arbeitszusammenhang, der hieß Anfang E-Learning, jetzt ist es Blended Learning. Es geht letztendlich um die Präsenz von Computerpräsentationen, computerbasierter Lehre innerhalb der jeweiligen Curricula. Das war aber jetzt nicht nur die Frage, wie kann man das aufnehmen, wie kann man das präsentieren, sondern wie kann der Lernstoff transformiert werden in eine digitale oder digitalisierbare Form. Das Interessante ist, dass das, was ich jetzt gerade mache, was ich mit Ihnen mache, was Sie mit mir machen, nicht so ohne weiteres digitalisierbar ist. Sie können vielleicht irgendwie so ein Avatar produzieren, der ungefähr so aussieht wie ich, vielleicht ein bisschen schlanker, ein bisschen jünger, fitter, fescher, keine Ahnung, also um die Werbefähigkeit des Lehrenden zu intensivieren. Aber das, was ich mache, also im Sinne von meine Späßchen, die Art und Weise, wie ich rede, die Art und Weise, wie ich meine Worte wähle und so weiter, lässt sich so ohne weiteres nicht programmieren. Da muss man schon ziemlich Blue Brain Computer im Hintergrund haben, um das hinzukriegen. Also muss man mal versuchen zu standardisieren. Wie standardisiert man eine Performance? Keine Ahnung. Wie standardisiert man Wissensinhalte?
Das ließe sich vielleicht noch machen im Sinne von, ja, da waren Pathologen dabei, ja, wir haben in der Pathologie folgende Abschnitte und so weiter. Dann kann man die Knochen darstellen, dann kann man die Bewegung darstellen und so weiter. Was allerdings nicht darstellbar ist und auch nicht virtualisierbar oder digitalisierbar ist, ist die Persönlichkeit. Und da sagt dann einer der informatischen Kollegen, ja, das werden wir vielleicht nicht mehr erleben, weil wir ja schon alle so ein bisschen an der Grenze sind, wo wir dann eigentlich noch im Spiel raus sind, da können wir vielleicht noch beraten. Aber vielleicht die nächste Generation wird Systeme zur Verfügung haben, die die Persönlichkeit errechnen von Daten von Amazon, von Facebook, von Google, von Galeria Kaufhof, von Aldi, von was weiß ich was, von dem Rauchmelder in ihrer Wohnung und so weiter. Und dann binnen kürzester Zeit kriegen sie ein Persönlichkeitsprofil und damit auch ein habituelles oder Verhaltensmusterprofil, das durchaus menschlich ist. Das so verrückt sein kann oder verspielt, so wie ich, oder so rheinisch wie ich, oder egal was. Das Interessante dabei ist, dass dann diese Situation ist, nochmal in Abgrenzung zu dem Analogen und auch in Abgrenzung zur Kamera Obscura, dass unter diesen damaligen Voraussetzungen so etwas entstand wie Daten, die zu mir kamen. Ja, also das, was zu mir kam. Wir haben eine Phase, in der wir Daten produzieren, wie wir Körperdaten produzieren, die allerdings schon so weit sind, also mit jedem Klick, den ich tue, produziere ich so etwas, ne, die so weit sind, dass ich längst schon einen Datenkörper habe. Und dieser Datenkörper, ich weigere mich zwar, aber dadurch, dass ich mit verschiedenen Leuten zu tun habe, die das haben, ne, ich weigere mich zwar, eine Cloud zu haben, aber irgendwo in der Cloud ist er schon. Also mein Datenkörper düst schon fleißig durch die Weltgeschichte, ne, erfährt alles Mögliche, aber ich habe davon nichts. Andere haben was davon vielleicht, ne, die irgendwelche Produkte anbieten. Das heißt also, wir sind in der Situation, wo wir nicht nur unter Bedingungen von Digitalisierung künstliches Leben erzeugen, wo wir synthetische Technologie vorantreiben können, wo wir ins Gehirn reingucken können, also reingucken tun wir ja gar nicht, sondern wir lauschen sozusagen das Magnetfeld ab und die Impulsraten ab und versuchen daraus Modelle zu kreieren, die uns was erklären, sondern wir haben schon einen Zwilling. Also wir sind in einer Situation genetischer, nicht genetischer Persönlichkeit. Ich, Manfred Fassler, bin eine nicht genetische Persönlichkeit. Naja gut, kommen wir fragen, ist das Digitale eine Persönlichkeit? Okay, aber auf jeden Fall ein Körper. Unter dem Raumverständnis, das die Digitalität zur Verfügung stellt. Und unter dem Lebensverständnis, das auch damit verbunden ist. Und solche Situationen werden sicherlich durch solche zunächst mal kurios wirkenden Zustände in Klassen vorbereitet. Man lässt sich darauf ein, auch die Lehrerin, die da stehen darf, die anderen müssen ja sitzen, und die darf auch steuern, dann kann man ja sehen, ne? Das ist die Autoritätsperson. Aber selbst die Autoritätsperson ist sozial blind. Das heißt, das Rollenverständnis verändert sich, die Konstruktion von edukatorischen Situationen verändert sich grundsätzlich. Hierarchien rutschen da ein klein wenig weg. Ich will ja nur andeuten, also in welche Dimension man das hinein noch diskutieren kann als Soziologe. Auch als Pädagoge, ich habe viel mit Pädagogen zu tun. Das ist auch nicht schlecht. Von wegen Digitalisierung. Man kann die Frage stellen, das ist vielleicht ein bisschen abseitig, aber vielleicht doch noch interessant. Man kann die Frage stellen, okay, wenn Leute sowas machen, welche Leute sind das und woher kommen die, also ne, die in den Industrien das vorantreiben? Das sind ja nicht die Hacker, die in der Garage rumsitzen, das ist ja so mal das alte moderne Märchen, das vordigitale oder digitale Märchen. Ja, irgendwelche in der Garage und so weiter. Bill Gates hat eine tolle Garage gehabt und so weiter. Darum geht es schon gar nicht mehr. Es geht nicht um die Garage, sondern es geht darum, wo kommt das Führungspersonal der Zukunft her? In bestimmten Bereichen. Und das hier ist IBM. Das Führungspersonal der Zukunft wird in der virtuellen Welt gesucht, in der Spielewelt. Abgesehen davon der ökonomisch potenteste, also auch in einem Entwicklungsprozess, der massivste Bereich.
Man sucht die Jungs und die Mädels, interessanterweise, da sind es dann wirklich Jungs und Mädels inzwischen, man sucht die in den Games und greift sozusagen diejenigen ab, die 2 oder 3 Jahre in Games aktiv gewesen sind und die in der Lage waren, Communities zusammenzuhalten. Also die auf der digitalen Ebene, auf der Netzebene, auf der netzbasierten Kommunikationsebene Communities erzeugt haben und die regulieren konnten. Die sind das Führungspersonal der Zukunft. Gut, ne? Ich finde das hochinteressant. Das war interessant, weil ich kenne den European Principal von IBM hier, ne? Der wohnt hier in der Ecke, ne? Und der hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass es im Netz steht, diese Seite, ich habe die kopiert, die gibt es nicht mehr. IBM hat die nach 3 Monaten vom Netz genommen, weil so viel Negativreaktionen darauf waren, ne? Aber sie machen es trotzdem weiter. Ich habe gefragt, macht er das weiter? Ja, wenn wir einmal investiert haben, das ist auch wieder eine Argumentation. Okay. Das sind unsere Adressen, müssen wir jetzt nicht vertiefen. Konsequenz ist, also auch für Städte, aber das, ich nehme dann die beiden, nee, das nehme ich noch mit. Was so ein Soziologe, Anthropologe macht, das ist jetzt kopiert aus einem, das haben wir mit Stylepark zusammen gemacht, das ist eine Firma in Frankfurt. Da waren ein Game Designer, Stylepark, ein Soziologe, Anthropologe, ich und ein Architekt waren eingeladen von einer südkoreanischen Fernsehproduktionsgesellschaft, LG, kann man ja ruhig sagen. Und die haben uns gefragt, Jungs, entwickelt mal neue Konzepte, wo wir unsere vielen, vielen, vielen Quadratkilometer von Monitorglas einsetzen können. Und eine andere Gesellschaft, die deutsche Gesellschaft Merck, also diese Sektion von Merck, die Flüssigkristalle produziert, 70% Weltmarktanteil, die waren auch dabei, weil die Interesse haben, also die Layers voll zu pumpen mit ihren Flüssigkristallen. Und dann haben wir gesagt, was machen wir? Ja, dann haben wir gesagt, ihr könnt zum Beispiel solche, das war eigentlich eher ironisch gemeint, die fanden das aber irgendwie toll. Ne? Wir können zum Beispiel solche Duschen produzieren. Da könnt ihr Tausende von Quadratmetern und so weiter, Quadratkilometer von Glas verwenden. Ne? Duschen, die in der Lage sind, mich völlig zu scannen. Ne? Ich komme morgens rein, dann sagt die Dusche, hallo Manfred. Ne? Ne? Ich weiß ja nicht, ob das eine Männerstimme ist oder eine Frauenstimme, da muss ich mich noch entscheiden. Okay, je nach Spaß. Und dann sagt die Stimme, oh, Manfred, du hast gestern Abend selbstverständlich zu viel Kaffee getrunken. Ne? Also nicht zu viel, was anderes. Ne? Du hast das nicht gemacht. Du solltest dein Fitnessprogramm etwas verändern. Deine Oberbeinmuskulatur ist ein bisschen schlapp. Ne? Und rasieren solltest du dich auch mal wieder oder irgend sowas. Das heißt, diese Dusche ist also als Smart Shower, ne, konzipiert, so intelligent, dass sie mir sozusagen mein gesamtes Tagesprogramm vorgibt. Und dann sagt, okay, gut, ich habe schon im Kühlschrank gesagt, haben wir schon mal gefragt, ob der noch genug Milch hat, weil du ja morgens deine Milch mit Kaffee trinkst oder Kaffee mit Milch, je nachdem, nach Lust und Laune. Und habe auch schon dem Regal bei Rewe, bei dir um die Ecke, Bescheid gegeben, dass die unbedingt nochmal Müsli kaufen sollten, weil sie das Müsli, was du vorgestern gekauft hast, nicht mehr haben und du hast auch keins mehr. Also musste Rewe dann über das Regal informiert werden, das und so weiter. Alles entwickelt und die fanden das klasse. Ist ja okay. Gut, ich will jetzt kein Industriebashing betreiben. Ich will ja nur sagen, in welcher Situation wir sind. Dass wir in der Tat, also Umgebungen, Umwelten, Alltagssituationen, Alltagsgeräte und so weiter haben, die 24 Stunden da sind. Also wir haben eine Situation, in der wir nicht mehr sagen können, ja, ich habe meinen Computer ausgemacht, ich bin jetzt vom Netz frei. Quatsch. Wir haben so viele Geräte inzwischen, die vernetzt sind, dass wir diese Situation gar nicht mehr haben. Das heißt, wir sind Teil. Also unser Körper, unsere Seele, unsere Psyche, unser was auch immer, sind Teil dieser Datenwelten. Und wir produzieren ständig die entsprechenden funktionalen oder nicht funktionalen Daten, auf jeden Fall interessante Daten, die zu irgendeinem Zeitpunkt mit Korrelationslogiken für irgendeinen Menschen oder für irgendeine Institution interessant sein könnten. Digitalisierung. Digitalisierung heißt dann auch sicherlich künstliche Intelligenz, aber da will ich jetzt mal nicht so weit darauf eingehen. Bionics. Das gehört alles dazu, das ist nochmal
Also man müsste jetzt hier noch die Kamera Obscura dranhängen, habe ich mir gedacht, da werden mir die Bilder aber zu schmal. Also habe ich nicht gemacht, aber das kann man da schon ein bisschen erkennen, also wie die Zusammenhänge sind, wie die Übergänge sind. Künstliche Haut, Biologie, das hatte ich schon angesprochen, die Entwicklung inklusive der virtuellen Körper und der Produktion von virtuellen Organen und dann das Einstieg in ganz bestimmte, da hat noch keiner darüber diskutiert. Das sind Züchtungsprogramme. Also man könnte sagen, es ist virtuelle Eugenik, die da betrieben wird. Hat bisher noch keiner sich zu Wort gemeldet. Das sollte man vielleicht irgendwann mal machen. Aber man kann nicht überall in die Sahne hauen. Okay. Inklusive dieser Geschichten Computer als Eltern, diese Zellhaufen, haben Craig Venter und sein Team künstlich geschaffen, diese Situation 2009, 2010 mit der Konsequenz Computer als Eltern. Also nicht nur die Roboter, hallo, du Kleiner, bist du von Sony, hallo? Ne? Und er sagte, nein, ich bin von Mitsubishi oder irgendwas. Ne? Und er sagte, okay, ich habe heute schlechte Laune. Warum hast du schlechte Laune? Also das ist das klassische ELISA-Programm. Ich weiß will ich jetzt nicht. ELISA, Weizenbaum. Okay, können wir vielleicht später nochmal drüber reden. Aber Computer als Eltern. Dann Visible Human Projekt und so weiter. Und das kennen Sie sicherlich auch. Ne? Das ist das, was heute so den Alltag erfreut. QR und RFID-Codes. Super. Ich habe meinen Computer aus, aber ich bin auch nicht mehr im Netz. In dem Moment, wo Sie ein Telefon benutzen und versuchen, das zu lesen, was dahinter steht, bums, weiß wieder jeder, wo Sie sind. Weiß jeder, dass Sie nicht wissen, wer Goethe war oder weiß nicht jeder, und so weiter. Weiß man dann. Ne? Irgendeiner weiß das. Das heißt also, in dem Moment, wo Sie diese Codes verwenden, diese Codes ablesen oder in irgendeinem wunderschönen Ort fragen, Beethoven, wer ist das denn? Ne? Und dann, der hat auch gedacht, ne? Was hat er denn gedacht 1951? Ne? In dem Moment, wo Sie das machen, sind Sie wieder drin. Da weiß man wieder, ach, der Fassler weiß nicht, wer Beethoven ist, obwohl er in Bonn geboren ist. Schlechtes Zeichen. Für wen auch immer. Okay. Das ist die Situation, auch Digitalisierung. Das kann man auf einer unpathetischen, ganz einfachen, alltäglichen Ebene machen. Wir haben zig Geräte. Sie können das ja mal durchzählen. Ne? So ein kleiner Spaß, ne? So nebenbei. Zig Geräte, die uns den digitalen Alltag strukturieren. Und wenn Sie den Computer ausmachen, sind die dennoch Teil des digitalen Alltags. Oder ich auch. Also nicht nur Sie, wir. Das nennt man dann, das kennen Sie wahrscheinlich alle oder viele zumindest, heute nennt man das komplexe oder Cybernetic Physical Systems, ne? Industrie hoch, also 4.0, nicht hoch 4, sondern Industrie 4.0. Das ist die Situation, in der wir uns im Moment befinden. Und diese Cyber Physical Systems sehen dann, wenn man sie darstellt, so aus. Ne? Ich, der kleine Manni, ne? Parke dort, gehe dann da ins Theater, ne? Und so weiter. Ich frage vorher das alles ab und alles, was ich abfrage, wird ja nicht vergessen, sondern es wird ja gespeichert. Das ist mein Bewegungsprofil des Abends, das ist mein Konsumprofil, das ist meine Hierarchisierung oder die Hierarchisierung meiner Bedürfnisse. Ne? Wenn ich dann also, sagen wir mal, am Bahnhof dann noch skaten gehe, okay, das mache ich in meinem Alter nicht mehr, das ist ein bisschen zu riskant, ne? Und da irgendwie noch von da an jemanden anrufe, dann wissen sie auch, dass ich dann da bin, dann ist dann auch registriert. Also das ist die Situation der Augmented City. Ich bin damals aus dem Rheinland nach Berlin gegangen, also Klammer auf West, Klammer zu. Sie haben ja gesagt, ne, von wegen Berlin, FU und so weiter, hast du studiert. Und ich bin nach Berlin gegangen, weil ich die 24 Stunden offene Stadt wollte. Ne? Im Rheinland, ja, aber sowas nicht. Ne? Jung. Ne? 10 Uhr, Schluss. In Berlin war es ein bisschen anders. Die Situation, die wir heute haben, ist, alles ist 24 Stunden geöffnet. Weil alles 24 Stunden wach ist. Also jetzt nicht wach im Sinne von intellektuell, aber wach im Sinne von infogenen Prozessen, von technogenen Prozessen, von Informationsblasen und so weiter, in denen ich mich bewege.
Da denke ich dann manchmal schon, oh Mensch, eigentlich will ich da wieder raus, ich will eigentlich in eine Region, wo nicht 24 Stunden offen ist, ne? Also Informationsumgebungen offen sind. So, jetzt bin ich so, ja, ich sehe das schon. Ne? Ich bin durch, nicht ganz fertig, aber egal. Ne? Das ist dann so, das finde ich dann süß, ne? Haus des Lehrers in Berlin. Ne? Dann haben die, das ist Ostberlin, ne? Haben die im Osten dann so schöne Installationen, so klassische, da findet man schon wieder ne, so Spaß an der Naivität, ne? böse jetzt gegen Kunst, ne? Nein, an dieser Stelle. Ne? Also, Oldschool, Kulisse, Erinnerungsarchitektur, symbolisches Antiquariat. Ich finde es aber trotzdem schön, dass man so verabschiedet wird. Dankeschön.